PL invadet jetzt ja die Poppy direkt. Alle Mann gehen drauf, Poppy vielleicht noch davon. Und dann haut sich die Poppy wieder selbst rein in die Gegner. Script Arena in der Mitte jetzt mit einem Problem, läuft noch in den Cage rein. Poppy ist jetzt auch da, geht direkt drauf. Script Arena versucht noch irgendwie rauszukommen, vielleicht davon. Da kommt die W von Vega runter, wird gedodged, aber die Q reicht dann für den Kill. Nächster Gang direkt auf der Midlane, Poppy ist sauer. Da wird auch direkt wieder die Talia gestunt. Aber der Jarvan ist diesmal da, der Jarvan ist auf dem Weg. Vega natürlich jetzt nichts mehr ab fürs Erste, der Cooldowns. Und jetzt geht's auf den Vega drauf, der Flash noch über die Wand. Kann natürlich noch ein bisschen überleben, aber Phobo kommt hinterher und es reicht für den Kill. Toplane ist der Olaf sauer. Die Axt wird gedodged. Jetzt ist die Ulti abgelaufen von Olaf, aber der Olaf geht einfach wieder direkt rein. Poppy ist jetzt auch auf dem Weg, aber der Aatrox muss aufpassen. Der ist ziemlich deep und stirbt einfach direkt Poppy jetzt auch drauf. Aber ich glaube, die wird hier einfach nicht den Olaf töten können. Midlane ist ein Gang. Oh, Script Arena wird da komplett von der Combo getroffen. Wann hat Vega wieder was ab? Oder reichen die Autotakes? Nein, er macht es mit einer Q und tradet 1 vor 1. Toplane wurde der Aatrox wieder von der Q getroffen und da ist der Aatrox sauer, der geht direkt mit der Ult drauf, aber Aatrox macht das hier sehr gut, dodgt eine Q, aber er muss auch irgendwie wieder an Tower laufen, dodgt hier noch eine nächste Q, die war ein bisschen zu kurz und die Fade-Away-Q reicht dann trotzdem noch von Wies. Alaska geht jetzt hier rein, Jarvan kommt hinterher, da kriegt die Poppy nicht ihre W vorher raus, aber der Aatrox ist runtergeroamed und PEL hat damit nicht gerechnet, Kaiser mit dem Killerinstinkt hinterher auf den Jarvan, kriegt auch den Kill, Baker Flash noch über die Wand und überlebt das Ganze. Da hat das Plating maybe gebaitet. Oh ja, das Plating hat gebaitet. Aber Olaf ist auch wieder sauer, kann man angelaufen. Direkt Flash davon. Botlane bahnt sich hier einen Dive an. Ich hatte gerade schon die Kaiser geultet. Jetzt geht's auf die Kaiser drauf. Die ist einfach perfekt durch. Sie sieht gar keine Chance. Schön gespielt. Die Frage ist, ob man auch diese Rell haben möchte. Wird nochmal geslowed. Jetzt geht man wohl drauf. Sie geht auch mit dem Mount weg. Jarvan geht hinterher. Der Stun kommt raus. Dadurch kommt sie irgendwie hier noch ein Ticken raus. Schafft es hier Greed? Nein. Er schafft es nicht. Brüchscher Tilter direkt hier ist von Elphobo. Muss es einfach nur draufhauen. Kaiser kann nichts machen soweit. Oh, aber Rell ist gleich da. Q wird aber fantastisch mit den Killerinstinkt gedodged. Jetzt geht hier die Rell auf die Ashe drauf. Die ist ja ziemlich deep. Der Arrow kommt raus, trifft die Poppy. Währenddessen der Alistar hat hier den Vega nochmal rausgehauen. Und jetzt kommt die Kaiser aus der Flanke, aber die ist erstmal noch alleine. Direkt Kataklysm von Jarvan drauf, reicht für den Kill. Vega trifft den Cage, trifft QW, reicht für den Kill. Alistar geht auch nochmal hin. Der ist sauer. Der will hier noch, dass das Ganze mehr für PEL endet. Oh Gott. Die Vega holt dann einfach die Talia gewonnen. Ja, aber kommt hier der Alistar noch raus. Ja, wird gegen den Cage gehauen. Und Lexan Flash hinterher. Oh, Elphobo geht hier drauf auf den Vega. Der hat keinen Flash. Der Rest vom PL followt auch direkt drauf. Den Vega will man definitiv haben. Er kriegt ja auch keine Kombo raus. Stirbt. Und das bedeutet Drake für PL. Poppy ultet hier die Wave. Wurde noch von Ashe geslowed. Wird ja auch getroffen von der Talia. Kombo geht jetzt mit der E rein. Ist aber durch sich sieht und überlebt das Ganze. Ashe leider einen Schlaganfall gekriegt. Axel muss auch davon flashen und jetzt wird die Ashe wohl diesen Tower kriegen. Kriegt ihn aber Flash direkt davon. Jetzt geht's wieder auf die Poppy drauf, aber sie hat diesmal die Wege hochgekriegt. Denied dementsprechend diesen Engage. Kamera geht kurz nach oben. Jetzt geht sie auf der Botlane weiter. Danke, dass die Kamera kurz top war. Cataclysm geht auch drauf. Talia auch mit den AOE. Aber der Jarvan ist einfach schon da und reicht jetzt auch in die Poppy zu töten. Jetzt ist noch Ashe dazugekommen. Der Ward fehlt leider. Jetzt hat sie Vision, kann die Auto-Attacken, die Flash immer noch davon. Ist aber egal, Script Arena kriegt trotzdem noch den Kill. Poppy wird an Red Buff jetzt entdeckt. Cataclysm auch drauf. Die Poppy hat keinen Flash zur Verfügung. Wird jetzt aber durchgesieht und stirbt. Oh, hieß sie in einer sehr schönen Flanke. Der Ash Arrow ist leider nach Mappen Süd geflogen. Da machst du nichts. Aber Greed geht rüber. Olaf flasht doch hinterher und ist jetzt auf diesen Vega drauf. Der hat noch Flash zur Verfügung, kriegt ihn aber nämlich nicht raus und ist tot. Und jetzt muss auch noch der Aatrox aufpassen, dass er hier nicht stirbt. Aber doch, der kommt da auf gar keinen Fall raus. Gibt er ihn auch mit der Wand hinterher. Ein bisschen sehr deep, maybe. Aber noch lebt er und er überlebt das Ganze auch und kriegt sogar mit seinem Team noch den nächsten Kill. Und PEL ist jetzt an diesem Baron dran, Poppy. Wird er einfach rausgehauen. Außengate Escape oder wie auch immer die Ulti heißt, stirbt dementsprechend und PEL macht einfach diesen Baron weiter, der auch nicht mehr komplett resettet ist. Auf die Kaiser mit dem Cataclysm, das flasht sie allerdings sofort. Trifft hier auch einen Voidseeker.
Hat schon das Upgrade, also dementsprechend wenig cool dann da drauf. Jarvan wieder mit der nächsten Combo drauf und Ash kann währenddessen einfach diesen Aatrox kiten. Ja, Healing war noch da. Alles ist leider auch noch gestorben hinten. Wurde noch von der Kaiser getroffen und PEL will aber diesen Drachen haben. Oh, der Vega wurde da getroffen von der Combo. Ganz, ganz wichtig. Der Drake geht jetzt auch an PEL und jetzt hat Lexion ein kleines Problem. Sein Mana-Schild ist auch abgelaufen. Und Script Arena überlebt das Ganze auch aufgrund seines Seraphs. Script Arena wird potenziell gecatcht. Oh nein, es ist andersrum. Script Arena catcht hier die Leute von TRG. Vega down. Hatte kein Flash-Up. Und PEL will sogar mehr. Da kommt eine Wall. Aatrox jetzt alleine. Wird da lange durch. Sie sieht, stirbt hier an der Stelle. Und PEL kann sich damit den Tower securen und will auch beenden. Da wird auch wieder Killian einfach runtergerannt. Genauso wie die Botlane hier. Keine Chance. Der Olaf ist ein komplettes Biest. Nur noch die Reihen leben. Die schafft es noch ins rettende Ufer. Zieht da auch noch den Olaf in den Fountain rein. Aber PEL gewinnt Spiel Nummer Uno. Game Nummer 2 geht es direkt ab auf der Top Lane. 2 gegen 2 Situation. Der Olaf ist drin. Elphobo ohne Combo kann also nicht helfen. Und das reicht für den First Blood hier für Killian. Mid Lane, Ulti ist drauf. Die Chains genauso wie die komplette Combo von Brand. Da hat die Talia gar keine Chance, diesen Gang zu überleben. Und jetzt ist Gies wieder dran. Will sich rächen an diesen Gangplank. Schafft er es, sich zu rächen an diesen Gangplank? Jawohl, der schafft es. Auf der Botlane haben wir jetzt auch einen kleinen Fight. Combo von Jarvan kommt raus, genauso wie Cataclysm. Follow-up natürlich noch nicht da. Die Jinx muss der Szene laufen. Der Storm ist auch draußen von der Zarya. Dann hat Elphobo wieder eine Combo ab. Okay, ne, passiert einfach gar nichts. Lexion jetzt mit einer Ult drauf. Das tickt, das ist ein AP-Varus. Es tut also weh, wenn er die Passive prockt. Und reicht auch für den Kill. Seju, oh, die Q wurde gecancelt. Die Q wurde gecancelt. Hier kommt die Seju wahrscheinlich nicht mehr raus. Da kommt sogar auch noch eine Wand von Talia. Eine Jinx Rocket sagt auch hallo. Ist aber egal, Olaf kriegt den Kill. Und Olaf will einen weiteren Kill haben. Geht hier auf den Olaf drauf. Einfach Auto-Attacken. Hat einmal einen Neben-Auto-Attack. Und Jarvan sichert sich hier sogar noch einen Assist mit seiner Standarte. Und auf der Botlane haben wir auch einen Gank gesehen. Da ist die Talia runtergeultet. Greed ist noch alleine da. Aber kann das Ganze auch nicht mehr überleben. Oder wen anderes noch mitnehmen. Exion Flash, die Combo von Talia. Da geht trotzdem noch der Jarvan hinterher. Ist hier lange durch. CC, da castet die Q. Jarvan geht auch noch drauf mit einem Cataclysm und stirbt hier. Jetzt muss aber trotzdem noch Script Arena aufpassen, dass er nicht stirbt. Aber Baker ist da, um das Ganze abzusichern. Hextech Flash in Marksman rein, der allerdings auch sofort mit einem Flash reagiert. Da wird die Rell einfach abgeholt und die Jinx wird von Seju geultet. Das ist aber kein Problem, sie überlebt das. Es gibt auch eine Reintepeat, Flash auch rein. Aber alle Mann, Flash davon. Hat nichts mehr getroffen, das war's. Talia Ult. Oh, die Corrupted Change. Und Q. Zack. Kill. Das ist bei Mega Defron, muss noch geflasht werden. Olaf ist auch wieder sauer. Trifft eine Q. Und der rennt jetzt einfach diesen Gangplank nieder. Der hat ja mal gar keine Chance. Rampage. Vergiss. Wieder Featherstorm draußen, wird geflasht von der Jinx und damit kriegt sie den Kill. Ja, kriegt sie. Elphobo, über einen invadenden Wicht. Aber die Frage ist, ob man das irgendwie ändern kann. Oh ja, der Brand ist einfach down. Lexion werden dessen auch dazu gemoved. Baker zieht ihn hier ran. Baker hat aber vielleicht ein Problem. Die Corrupted Chains haben getroffen. Wollte beide haben und kriegt gar keinen hier, der Varus. PL wieder am Drake dran. Da kommt jetzt eine Mauer und der Drake geht an die Zarya. Baker ist aber drin, zieht die alle mal ran. Oh, die wurde gecancelt, die Jarvan-Kombo. Da sind auch die Corrupted Change, die sind sehr, sehr stark. Stirbt auch Jarvan sogar noch dran. Jetzt geht sie mal alle mal drauf. Reed kommt hier auf gar keinen Fall mehr raus. Der hat kein Flash mehr. Er ist down. Killian kommt noch davon. Flash und überlebt dementsprechend hier. Und jetzt ist der Gangplank in Gefahr. Der ist mal mit einer Pflanze rübergegangen. Der ist durch die Seed. Aber der Gangplank, der macht tatsächlich Schaden. Gies kommt jetzt auch noch dazu. Tatsächlich ist der Jarvan schon down. Baker ist noch hinterhergelaufen. Stirbt auch noch. Double Kill hier für TRG. Jarvan wieder im
gegnerischen Jungle unterwegs, Gangplank mit der Barrel, Half-Life, hier ist Script Arena. Und jetzt geht's einfach auf diesen Gangplank drauf. Der hat kein Flash mehr zur Verfügung. Cataclysm ist auch da. Ein Autotechner von der Jinx reicht hier in dem Fall. Baker, oh, draufgeflasht auf den Brand, der auch keine Chance mehr ist. Sofort down. Marksman wurde hier getroffen von der Jarvan-Kombo. Kann aber noch einen Featherstorm rein. Wann zieht er die Federn? Da kommen sie gezogen. Aber das Seraphs-Schild ist zu stark hier von Script Arena. Überlebt aber dann noch mehr. Knapp. Als es ihm wahrscheinlich lieb wäre. Und Jarvan kann hier noch rauskommen. Aber Lexion mit der Flash-Q. Olaf hat jetzt ein Problem. Da sind vier Mann. Seju hat gleich den CC durch. Aber der Olaf geht einfach in seine Ulti rein. Der rennt jetzt einfach Lexion runter. Gar keine Chance. Da kommt auch ein Super-Mega-Death-Rocket. Hilft ein bisschen. Und Olaf ist einfach ein Biest. Olaf kriegt hier einfach alle. Killian auch keine Chance mehr. Alleine die Seju gegen den Olaf mit Ult. Olaf Triple-Kill. Der Rest von Team kommt auch noch. Die Avengers sind da. Und damit gewinnt PEL auch Game Numero 2.